Nun, Kurando, im Grunde ergibt dies doch alles hier keinen Sinn. Du und die anderen hier im Tal, angesichts dessen, was hier passiert, seid ihr doch nicht viel mehr als Fackeln im Sturm. Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis der letzte Orkan aufzieht und durch dieses Tal fegt. Nun, ich bin nicht zum Sterben hierher gekommen. Ich bin zu weit aus Höherem bestimmt. Verstehst du, Kurando? Glavo, was um Himmels Willen ist mit dir los? Wovon redest du da bitte überhaupt? Ich verstehe kein Wort. Nun ja, ich habe keine Lust mehr, mit dir darüber zu reden. Was? Ich zieh dann mal wieder ab. Hey, warte doch mal. Was ist denn passiert? Ey, Leute, keine Ahnung, welche Richtung die Dinge in dieser Welt eingeschlagen haben, aber ich habe keinen Plan, was hier vor sich geht. Das gleicht doch langsam alles einem Zustand puren Chaos hier, ey. Und wer muss den ganzen Mist wieder ausloten? Natürlich ich. Wer denn auch sonst? Oh Mann. Ey, womit fangen wir denn jetzt am besten an, liebe Leute da draußen? Ich hab keine Ahnung. Wobei doch, ich glaub langsam, schwant mir, was noch zu tun ist hier im Tale. Ihr seht es schon. Den Unrat, die Verwüstung, die dieses alte Blechdrachending hier angerichtet hat. Irgendjemand muss den Dreck hier auch wieder ausloten. Und ich bin ja der Einzige, der anscheinend hier noch übrig ist und Muße hat, hier noch was wieder gerade zu biegen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir hier überhaupt noch die ganzen Materialien haben. Und ja, Erde haben wir anscheinend genug. Die Löcher müssen ja auch irgendwo mit gefüllt werden. Der ganze andere Dreck kommt aber da erstmal. Was ist denn mit einem Ei? Ich brauch doch kein Ei! Und hier Preston Crew ist so ein Fastnachtzauber? Okay, gut. Besser als gar keine Musik, sag ich einfach mal so. Hauen wir einfach gleich mal den Fastnachtzauber nochmal raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie klang das überhaupt. Ich habe so irgendwie in Erinnerung, dass es nicht so super geil klang, aber besser als nix. Ich habe halt nichts anderes auf Lager gerade. So, ja gut, die Schaufel brauchen wir natürlich auch noch. Und dann machen wir uns jetzt erstmal ordentlich hier in Bauarbeitermanie ans Werk. Oh Mann, ey, ich sehe schon, das wird ordentlich viel zu füllen geben hier. Na gut. So, Dirt nehmen wir hier schon mal in der rechte Hand. Und vorher müssen wir aber auch erstmal hier den Schallplattenspieler aufstellen. So, gucken wir mal, wie das klingt, der ganze Scheiß. Da haben wir sie. Jetzt packen wir sie mal rein. So, ordentliche Arbeitsmucke. Und an damit. Hm? Habe ich euch zu viel versprochen? Das ist doch so ein Knaller. Besser kann man doch gar nicht arbeiten. Oh Gott. Ey, dieses Lied ist echt fast wie ein Bohrer, der mitten durchs Ohr immer weiter ins Gehirn vordringt und unendliche Schmerzen hinterlässt. Nun gut, das Loch ist gefixt. Mal gucken, ob der gute Chance derweil auch gestattet, unten die Wohneinheit wieder herzustellen. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Chance, wie sieht's aus? Alles wieder Lot? Alles wie alte. Ah, super. Ja, klar. Ah, gut, ja, ich... Super. Ja, ich verstehe zwar nichts, weil hier diese Kackmusik so laut läuft, aber ist ja auch vollkommen egal. Gut, dann gehen wir jetzt einfach direkt mal runter und gucken uns den Bau mal vor Ort an. Inspiziere ich das mal hier nochmal fachmännisch mit meiner großen Kenntnis. Gucke ich, ob kein Baupfusch hier betrieben wurde. Aber dem Chance kann ich eigentlich vertrauen. Nicht wahr, Chance? Ganz genau. Okay, gut. Ja. Da unten waren... Hat er denn auch hier unten den Weg wieder reparieren können? Der hätte hier die Treppe teilweise auseinandergefegt, oder? Ja, das ist... Ja, ist doch wieder heile. Wobei... Ah, nee. Das gibt's doch nicht. Chance? Chance, was soll denn das? Hä? Da unten, da fehlt noch Kies. Oh, das hab ich ja. Aber gut, ja, das hast du gut gemacht. Oh, danke. Das freut ja, also... Okay, das verzeih ich nochmal. Na gut. Und dann werden wir jetzt mal gucken, ob der Herr Wang auch das Loch hier in der Treppe reppe... Ah! Das ist ja wohl... Also... Das bringt jetzt aber langsam mal das Fass zum Überlaufen. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Dieser Herr Wang, da bittet man ihn zum 500.000. Mal, sich hier einzusetzen. Und was macht er? Der macht nichts. Mr. Wang, verdammte Scheiße nochmal. Ich habe ihm gesagt, dass sie dieses verkackte Scheißloch fixen soll. Und sie setzen hier mit ihrer verkackten, dreckigen Musik in ihrem Laden und machen mal wieder nichts. Ja. Alter.
Ich zerre sie jetzt persönlich an ihren kleinen verkümmerten Skrotum da vorne hin. Oh. Und sie reparieren höchstpersönlich vor meinen Augen dieses Loch. Egal, was kommt. Okay, ich komme leicht runter. Ja. Ich bin leicht cholerisch. Aber... Okay, Herr Wang, dort vor Ihnen ist ein ganz großes Loch. Und ich habe Sie vor mehreren Tagen gebeten, es doch ein bisschen wieder auszufüllen. Ist mir egal mit was. Nehmen Sie Erde, nehmen Sie Stein. Sie können auch Ihre eigenen Exkremente nehmen. Hey, Hauptsache, dieses Loch verschwindet. Hey, Hauptsache, es ist weg, wenn ich das nächste Mal wieder hierher komme. Ist das okay? Ja? Gucken Sie, da unten ist ein Loch, ganz groß. Loch nennt man das, ja. Ich weiß ganz genau, dass Sie mich verstehen. Jetzt tun Sie nicht so. Sie sollen da runtergehen. Einfach hinabsteigen. Gehen Sie... Oh, jetzt gehen Sie doch da einfach verdammt nochmal runter. Oh, Kacke. Herr Wang? Sorry, das wollte ich nicht. Ist Ihnen das passiert? Ist doch bestimmt nur eine Prellung. Viel mehr kann das doch nicht sein. Herr Wang? Oh, scheiße, Herr Wang, tut mir leid. Aber, ja... Hat mich halt überkommen. Das passiert halt mal. Ja gut, Sie schaffen das schon. Herr Wang? Herr Wang, hören Sie mich überhaupt noch? Hallo? Was ist denn da unten los? Haben Sie etwa irgendwas gefunden? Wie bitte? Herr Wang? Hallo? Ich verstehe kein Wort. Was ist denn unten passiert? Hä? Ja? Okay, also, irgendwas soll da sein. Okay, gut, ich hol mal eine Leiter. Ich komm gleich. So, ich hab schon eine Leiter. Ich werd mal jetzt hier den Weg runterlegen. Und dann kümmern wir uns darum. Dann zeigen Sie mal, was Sie da gesehen haben, ja? Okay, eine Sekunde. Da komme ich schon. Hat ein bisschen länger gedauert. Sorry. Was ist denn? Erwang, was ist denn da los? Hä? Was ist denn? Das ist ja sonderbar. Das ist ja ein riesiger Höhleneingang hier unten. Hä? Mach mal ein bisschen Licht. Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist doch diese Pulsara-Teil-Dingens hier explodiert. Wo kommt denn dann bitte dieses große Höhlensystem her? Wurde das etwa versehentlich freigelegt? Okay, wir gucken einfach mal ein bisschen tiefer rein. Ich hoffe nicht, dass uns hier irgendeine böse Überraschung erwartet. Na gut, ich habe noch zwei Fackeln, das müsste eigentlich reichen. Hallo? Ich hoffe, da ist jetzt niemand unten. Vor allem habe ich keinen Bock, dass ich jetzt gleich nochmal auf diesen Roboter oder so stoße. Aber das denke ich nicht. Aber warum? Ist hier eine Fackel? Und was ist denn? Da geht's ja... Noch viel tiefer weiter runter. Ach du Scheiße. Was ist denn? Hört ihr das? Was sind das für seltsame Geräusche, die da aus diesem Loch dringen? Ich komm mal ganz schnell wieder hoch. Wir müssen das mal besprechen, Leute. Also Jungs und Herr Wang. Ich war gerade in der Höhle und ihr werdet es nicht glauben. Aber das ist ungelogen ein Loch, was mindestens 35.000 Kilometer tief in die Erde reicht. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich kann nur vermuten, dass das etwas mit diesem Roboterteil zu tun hat. Kurzum, die Gefahr liegt womöglich noch hier irgendwo unter unserem Tal versteckt. Und bevor wir hier sicher weiterleben können, müssen wir diese Gefahr zunächst erstmal ausmerzen. Die Frage ist nur, wie wir vorgehen. Also ich würde sagen, ich nehme meinen Hammer, gehe da runter und hau der ordentlich auf Ohrmen erhalten. Nein, Chance. Gewalt ist nicht immer die beste Lösung. Wir müssen taktisch vorgehen. Also, bitte lasst mich das übernehmen. Was redet ihr da überhaupt für einen Quatsch? Ich bin der Anführer, ich habe die Verantwortung für euch. Ich bin wohl der Einzige, der da runtergehen sollte. Das mache ich auch. Wie bitte? Herr Wang? Was? Sie wollen gehen? Hey, hallo. Aber das kann ich nicht zulassen. Hey, Ich muss doch... Herr Wang! Herr Wang, also ganz ehrlich, Sie schaffen das nicht. Sie sind gar nicht kampferprobt. Wer weiß, was da unten auf Sie wartet. Lassen Sie mich vorgehen, bitte. Herr Wang, dann nehmen Sie zumindest eine richtige Ausrüstung mit. Das hat auch so keinen Zweck, Jungs. Wenn der unbewaffnet da runtergeht, dann ist der... Nur ist er tot.
Okay, Herr Wang, wenn Sie sich schon alleine dort runtertrauen, dann lassen Sie uns bitte wenigstens passiv dran teilhaben. Ich leihe Ihnen hier heute ausnahmsweise meine VX-13-Kamera von Schnoni, aber bitte passen Sie auf, die ist wirklich ein Schweinegeld wert, ja? Also, dass die nicht in die Brüche geht, bitte. Sie nehmen die bitte an sich und lassen sie bitte auch fortwährend an. Derweil werden wir uns oben in unserem neu errichteten Kontrollraum bereit machen und Ihnen mit dort unten in die Höhle hineinfolgen. Das heißt, wir sind immer bei Ihnen an Ihrer Seite. Wir sehen genau, was Sie sehen, Herr Wang. Also, Sie brauchen keine Angst haben. Wenn was passiert, kommen wir direkt nach und retten Sie. Ja? Geht das klar? Sehr schön. Dann machen Sie sich am besten jetzt schon mal auf den Weg. Jungs, wir gehen alle jetzt hoch in den Kontrollraum. Und Herr Wang, haben Sie bitte keine Angst. Wir werden wie Schutzengel über Ihnen. Auf jeden Fall. Also dann, Jungs, kommt. Okay, wir kommen schon. Jo, da bin ich endlich, Jungs. Wie ich sehe, habt ihr es euch ja schon mal sehr gemütlich gemacht. Ich rück mal jetzt zu euch und werd mal die Kiste anschalten. Los geht's. Jetzt kommt der Part, wo er hinabsteigen muss. Oh,
Warum sind dort unten nur so viele Schädel? Ich hab keine Ahnung, Eugen. Oh je, oh je. 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 Oh. Ich hab Vitamine mitgebracht. Ein paar ordentliche Mohrrüben. Oh, was gucken Sie denn da? Ist das etwa Promi Big Brother mit mir? Oh, da gucke ich gleich mal mit. Hier, Vitamine. Ich bin nicht.
Alchemie in meinem Haus. Du bleibst stehen. Du kommst mir jetzt an das Hackebein. Wie bist du hier reingekommen? Wie hast du mich gefunden? Also willkommen, du gelber, kleiner, fetter Schweinejunge, du. Bleib stehen, bleib nur stehen. Ich werd dich fressen. Will doch jemand von euch eine Mohre über die Herren?